sind bei der Brauerei Schäffler und ich darf heute mal schauen, was man als Brauer so macht. Ich bin Bierbrauer, das heißt, ich mache von Malzannahme bis zur Abfüllung eigentlich alles, wenn wir nur ein kleiner Betrieb sind. Wenn die Biere lang genug gelagert sind, der CO2-Wert passt, der Geschmackstest passt, dann wird filtriert. Also überall, wo Bier draufsteht, muss nach dem Reinheitsgebot gebraut worden sein. Das heißt im Endeffekt, dass du nur Hopfen, Wasser, Malz geben darfst. Die muss mindestens 1,5 Stunden vor der Füllerei anfangen. Wenn die jetzt um 6 Uhr füllen, dann ja, ist es halt 3:30. Oh nein! Lecker! Köstlich! Im Endeffekt habe ich in der Ausbildung gelernt, dass das schwierigste machende Bier ein helles ist, weil du im Endeffekt am wenigsten kaschieren kannst. Also die sensorische Qualitätsprüfung ist unerlässlich. Ja. Man kann viel Labor machen und alles, aber man muss natürlich schauen, ob das Bier so schmeckt, wie es schmecken soll. Ohne jetzt schleimen zu wollen, die schmecken alle gut. Und ich würde sagen, das ist momentabhängig, welches das beste Bier ist. Das Feedback aus der Region ist definitiv, dass unser Bier gut ankommt. Deswegen haben wir Wachstum. Wir packen die Lieferung ein für die Siedelalpe. Die Brauerei Schäffler beliefert nämlich die Alpen hier in der Nähe. Muss ja auch gewisse körperliche Voraussetzungen haben. Also man muss ja wirklich auch mit anpacken können. Nein, aber natürlich kann eine Frau den Beruf auch lernen. Es steckt auf jeden Fall mega viel Arbeit dahinter, das perfekte Bier quasi zu kreieren. Also kannst du in Zukunft dann für die WGs Bier brauen? Ja, ob es dann schmeckt, das weiß ich noch nicht so genau, wenn ich selber brauen würde. Aber ich weiß auf jeden Fall, ob man dann gutes Bier besorgen kann.